Hallihallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid. Es wird mal wieder Zeit zu einer Mod-Vorstellung und ich dachte mir, hey, dieser kleine niedliche Transporter könnte durchaus mal was ganz Interessantes sein, und zwar der Isuzu NPR aus dem Jahr 2018. Ist auf jeden Fall eine Überarbeitung des Interieurs in der 2.0 Version, 66 MB ungefähr groß, und ihr findet das auf jeden Fall im SCS Forum. Und deswegen dachte ich mir, gucken wir uns einfach mal dieses Fahrzeug an. Ja, wozu brauchen wir das? Eigentlich auf den europäischen Straßen gar nicht so weit verbreitet. Ich würde fast sagen, gar nicht. Vielleicht irgendwo im Ostteil von Europas. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Aber ich glaube eher so in Lateinamerika oder aber auch in Asien. Ja, haut das einfach mal rein in die Kommentare. Und wenn ihr Bock habt, dass Maximus mal wieder ein paar Mods zeigt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ja, lass uns den einfach mal ein bisschen anschauen. Hier gerade in der Konfiguration. Wir gehen erstmal zu unserem Händler. Ja, da gibt es natürlich Isuzu nicht. Wir gucken uns das einfach mal an. 66 MB ist jetzt auf jeden Fall nicht so groß. Und ich glaube auch, dass nicht jeder so eine Autos feiert. Das ist natürlich klar. Aber mal so ein 7,5-Tonner von Mercedes oder von Beko etc. Das wäre doch eigentlich mal was ganz Schönes hier für den Euro-Truck-Simulator. Jo, schauen wir an. Das ist hier ganz normal Standard. Dann haben wir aber auch unterschiedliche Fahrwerkskombinationen. Das könnt ihr natürlich dann ändern. Wir gehen gleich mal dahin, weil ihr seht ja die Konfiguration, die ich jetzt gerade habe. Jetzt müssten wir nur noch die Felgen ändern. Das war jetzt, glaube ich, hier in der Gegend. Genau, hier. Was mir aber dann auffällt, ist das hier. Da bin ich nicht ganz zufrieden. Also es gibt hier keine, ich habe es noch nicht richtig gefunden, so eine Angleichung. Aber wir können hier einen Aufbau machen, hier in Wagenfarbe. Also wenn ihr die Farbe ein bisschen ändert, dann ändert er ja auch hier die Farbe. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn ihr hier mal ein bisschen hier runter slidet, hier noch zusätzliche Lackierung. Ist jetzt nicht viel, aber wollte ich euch einfach mal zeigen. Aber wir gehen nochmal beim Fahrwerk zurück. Hier haben wir nur die Texturen für den. Hier steht noch irgendwas mit Trailer. Keine Ahnung warum, weshalb, wieso. Wir machen das jetzt einfach mal weg. Gehen mal hier hin und bauen den jetzt einfach mal wieder ran hier. Zack, dann sollte es klappen. Ja, siehste, das klappt. So, schauen wir mal, was könnte ich hier noch machen? Ja, so richtig, ja, nicht angepasst ist das jetzt sicher nicht, ne? Wenn ich das hier so, ich sage mal, so richtig durchdacht ist es jetzt noch nicht. Wir machen jetzt mal so, das irritiert ja. Wir haben ja, wie gesagt, zwei Sorten. Ne? Einmal hier mit so einer Plane. Es sieht einfach aus wie so ein normaler LKW oder auch, ja, so ein Trailerplane, und die wurde dann einfach so abgehackt. Dann würde ich lieber die erste Version nehmen. Aber was mich halt hier stört, ihr müsst das unterste, glaube ich, nehmen. Nein! Doch das oberste. Wir gehen wieder zurück. Oh ja, dann müsstet ihr hier das oberste nehmen. Genau, da haben wir hier auf jeden Fall die Lampen dran. Aber die Schmutzfänger, die hängen so ein bisschen in der Luft. Das stört ein wenig das, ja, die Optik. Gut, was kann ich noch machen? Ich kann hier so eine Haube drauf machen. Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt aber auch hier so eine, ja, eine Hörner machen in zwei verschiedenen Versionen. Ihr könnt auch nur so eine Rundumleuchten draufsetzen. Jetzt nicht, was ein tierisch umhält, ja. Das ist hier ein bisschen schräg angepasst. Wartet mal, ja. Könnt ihr machen. Was kann ich hier? Ach so, es ist in. Es ist so ein Musikboxen. Die Lampen ein wenig heller machen. Ist jetzt nicht so besonders Chrom oder in Kunststoff. Wir machen das jetzt mal einfach mal hier auch in Kunststoff. Und wir könnten jetzt hier noch so ein, ja, also ihr seht, es ist wahrscheinlich, wir gehen mal hin, ihr könnt ja mal sagen, aus welchem Land das ist. Ist das Iran oder was? Ja, Iran ist das, okay. Dann fahren die wahrscheinlich auch in Iran so ein bisschen rum. Okay, dann ist das so hoch. So, die Spiegel könnten wir auch noch umändern in lackierter Form. Und dann war das eigentlich alles. Wir gehen jetzt, ach der, Türgriffe in Chrom, ja, ich. Dann gehen wir mal hin. Hier habe ich ja gesagt, kann man es ändern. Man kann die Sitze ein wenig ändern. Man kann in den hier so einen Knauf drauf machen. Aber mehr ist hier nicht. Also
Ach so, Automatik oder nicht Automatik, das geht natürlich auch, wenn ihr das hier macht, ne? Dann ändert sich die Konsole. Man hat noch ein Pedal mehr. Aber das war's dann im Grunde genommen. Seid bei 128.000 Euro dabei. Ist natürlich eine ordentliche Hausnummer, muss dann jeder selber wissen. Ich bin aber trotzdem am Überlegen, ob ich damit eine Fahrt mache. Jetzt fragt sich der eine oder andere, na, wie soll ich denn da eine Fahrt machen? Ganz einfach, ladet euch einfach den BDF-Mod, findet ihr im Steam Workshop und dann gibt es Einzelfrachten. Da sucht ihr das aus als euren Trailer und dann sollte das laufen. Ich werde es auf jeden Fall mal so ausprobieren. Gut, dann würde ich mal sagen, wir schmeißen mal den Motor an. Da hört sich an wie ein kräftiger Motor, ne? Oh. Gucken wir mal, wie sieht's aus? Blinker funktionieren. Funktioniert auch. Ah. Es geht. Licht. Ah, das funktioniert auch alles. Es ist schon irgendwie lustig. Also ich finde das schon sehr interessant, mit so einem Fahrzeug mal rumzufahren. Was hier auf jeden Fall störend ist und deswegen werde ich wahrscheinlich auch keine Folge mit dem machen. Man hat hier, man sieht es, solche leichten Spiegelungen drin. Das ist nicht so schön, ne? Oder? Könnten wir damit klarkommen? Ja, eigentlich so schlimm ist es. Naja, doch, 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 doch. Ist schon ein bisschen belastend, oder? Kriegen wir das hin? Da wäre jetzt eine kleine Tour damit zu machen. Ach, ich bin da nicht so sicher. Nee, wir lassen es lieber, ne? Wenn das jetzt mit den Spiegelungen in den Scheiben nicht ganz so krass wäre, dann könnte man durchaus dann darüber hinwegsehen und einfach mal so eine Folge machen mit dem Gerät. Aber es wäre doch hier. Fährst du hier an so einer kleinen Stelle ran? Finde ich zum Beispiel sehr. Ja, gut. Wird nur für große Geräte geeignet. Naja, die lassen mich hier nicht rein. Gut. Schade, nicht so hundertprozentig. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass man, ja, dass die Spiegelung in der Scheibe weg ist und dass man vielleicht den Innenraum noch ein wenig umgestalten könnte. Dann wäre es auf jeden Fall ein richtig schöner Mod, den man sich durchaus mal für eine kleine Tour mal aussuchen könnte. So, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin erstmal raus und wünsche allen nochmal einen schönen Abend. Und nicht vergessen, meine Freunde, das nicht vergessen. Und heute, 20:30 Uhr, bin ich wieder live. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder am Start seid. Und dann mache ich jetzt einfach mal wirklich einen Fisch. Wir sehen uns. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.